Hallo zusammen. Heute mache ich den versprochenen Rewe-Sit. Ich befinde mich im Getreidesilo und werde jetzt die Bereiche besuchen, die ich euch letztes Mal nicht zeigen konnte. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ab geht's. Hier sehen wir jetzt den Ausgang einiger Silos. Über den Boden hier laufe ich jetzt nicht. Bin mir nicht so sicher, wie tragfähig das Ganze hier ist. Und da ich alleine unterwegs bin, gehe ich keinerlei Risiken ein. Aber ich guck mal, was ich noch alles finde. Brandschutz ausgezeichnet 2018. Wenn ich das so lange so sehe, kann die Anlage ja hier noch nicht so lange verlassen sein. Das ist eine Filteranlage oder eine Kühlanlage, irgendwas in der Richtung, für Frischluft. Würde ich zumindest mal einfach so behaupten. Hier bin ich jetzt zwei Etagen höher. Wir können hier schön sehen, ja, dass hier der Gebäudeteil am Einstürzen ist. Da sind schon Balken runtergekommen, es sind Löcher im Boden. Also ich weiß nicht. Ob ich anhand der Feuerlöschdaten, also der Angaben auf den Feuerlöschern, davon ausgehen können, dass die Anlage wirklich seitdem es verlassen ist. Oder ob die einfach aus brandschutztechnischen Gründen weitergeprüft wurden. Da habe ich keine Ahnung von. Na, hier ging es ja gar nicht weiter. Hier fehlt überall der Boden. Ich gehe mal weiter hoch. Das hatte ich euch ja das letzte Mal schon gezeigt. Auch hier alles durch. Aber jetzt sehen wir da hinten. Dort sehen wir schön die Silos dahinter stehen. Dann wollen wir noch höher. Ich bin jetzt auch oben angekommen. Okay, doch noch nicht oben, es geht noch höher. Es geht auf jeden Fall noch eins höher. Das ist jetzt der Dachstuhl. Aber wie gesagt, es geht noch höher. Es ist jetzt ziemlich massiv gebaut. Es sind Stahlträger bis unter die Decke hoch. Hier ist eine Förderschnecke. Von der aus befüllt wird.
auch den einzelnen Silos. Meine Güte, irgendwas krabbelt. Ach, da sind Tauben draußen im Fenster. Hier mein Silo. Noch ein Film. Ich gehe da nicht so nah ran, ich habe Höhenangst. Das gilt nämlich auch für Tiefen. Die Treppe nach oben. Da gehen wir jetzt mal hoch. Ich gehe jetzt erstmal ganz nach oben. Boah, die Treppen. Ich habe gedacht, ich wäre jetzt am höchsten Punkt und dann sehe ich direkt die nächste Treppe. Pustekuchen. Oh, Tauben. Ja, entspann dich. Tut keiner was. Meine Güte, nicht. Täubchen, komm mal runter, ey. Zulauf da oben. Es ist eine Förderschnecke, worüber Produkt hochgeblasen wird oder hochgepumpt oder mit einer Schnecke, wie auch immer. Und dann wird das hier auf die einzelnen Silos verteilt. Irgendwie scheint die Taube da oben Schnappatmung zu kriegen. Was soll denn das? Entspann dich mal. Boah, ist die steil. Ach du Scheiße. Oh. Hier kommt ein ordentlicher Luftzug raus. Bei Siloanlagen, Mühlen und dergleichen ist ein ganz großes Thema auch die Staubentwicklung. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal was von einer Staubexplosion gehört. Das sind Sachen, die nicht gerade ungefährlich sind. Mein Gott, Tauben. Echt jetzt? Kommt runter. Da kann halt schnell mal eine Explosion geben. Oh, über die Bohlen jetzt drüber und noch eine Treppe nach oben. Ach du Kacke. Na gut, das scheint ja stabil zu sein. Da liegt ein Einweggrill. Die haben wahrscheinlich irgendwelche Spezialisten mal eine schöne Zeit verbracht. Ja, ich bin ein bisschen schissig, was das angeht. Thema Höhen, Thema Böden, etc. Von daher immer ein wenig Vorsicht und dementsprechend auch langsam. Weil hier geht noch eine Leiter, noch eine Treppe hoch.
Hier wird sehr windig. Ja, hier scheint öfters welche abzuhängen. Jetzt würde ich sagen, habe ich es gleich den höchsten Punkt. Ne, noch eine Treppe. Ich kack ab. Auf jeden Fall haben wir welche gegrillt. Kuh rüber. Na super. Gleichzeitig als Mülleimer benutzt. Oh, da geht's raus. Das ist nichts für mich, liebe Leute. Seid mir nicht böse, aber rausgehen tue ich nicht. Ui. Kuh rüber. Immer noch besser als Corona. Obwohl das Corona-Bier ist ja gar nicht mehr verkehrt. Ich kann ja auch nichts dafür, dass der Name so schlecht gemacht wird. Och Leute, jetzt ist aber Schicht. Also noch höher gehe ich nicht. Oh, das hier oben ist ein Wassertank. Ja, Wassertank ist das. Das ist hier wie ein kleiner Wasserturm gebaut. Deswegen auch der Stahlbeton und alles. Das sind ja Tonnen, die da oben drin sind. Ich gehe wieder runter. Ich mache auch zum Runtergehen die Lampe, die Kamera aus, weil ich bei der Treppe ganz gerne beide Hände frei habe. So, bis gleich. So, ich bin wieder unten. Jetzt gehe ich mal wieder eine Etage tiefer. Uff. Da könnten wir ihr mich ja auch ruhig schissern, dann das ist mir sowas von egal, ne? Das ist ja sowieso eine Sache, was mich nie wirklich interessiert hat, was andere denken oder sagen oder meinen. Ich passe auf mein Leben auf und nur das ist wichtig. Ich war gerade definitiv am allerhöchsten Punkt. Ja. Alle anderen Gebäude hier. Alter Feuerlöschschlauch. Ah, der Boden ist hier brüchig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier geht es auch nicht weiter. Aber durch die Böden gehe ich schon mal gar nicht. Zu viele Löcher. Ich habe noch eine eindringliche Bitte. Und ich meine das wirklich ernst. Egal wie alt ihr seid, wenn ihr in solchen Gebäuden unterwegs seid. Erstens, ich möchte niemanden dazu animieren, das soll schon mal ganz klar sein. Deswegen nehme ich euch ja mit, damit ihr diese Gebäude, diese Orte von zu Hause aus sehen könnt und für euch sicher. Und ich meine, ich kenne mich hier aus. Ich habe jahrzehntelange Erfahrung. Ich weiß, worauf ich achten muss. Ich weiß, wo ich weggehen muss. Ich weiß, worauf ich hören muss. Ja? Und das Thema Hören ist das Wichtigste, mein Bauchgefühl. Das höre ich immer. Und ich möchte euch ganz eindringlich bitten, solltet ihr auf den Gedanken kommen, selber loszuziehen. Ihr müsst niemandem was beweisen. Bringt euch nicht unnötig in Gefahr. So wie hier oben mit der offenen Galerie. Geht dort nicht raus. Die Winde da oben können ziemlich brutal sein. Ja, ihr könnt euch überschätzen, ihr könnt stolpern. Und dann war es das mit dem Leben. Ihr habt nur das eine. Ihr sterbt, ihr stürzt ab. Brecht euch vielleicht sämtliche Knochen. Seid ein Pflegefall, wenn es nicht zum Schlimmsten kommt. Aber wenn ihr runterfallt, ihr hinterlasst Freunde, Familie, eventuell Kinder. Und das ist es nicht wert. Das hier soll ein Hobby sein, das soll Spaß machen. Und nicht euch in Gefahr bringen. Vergiss das niemals. Und jetzt gehe ich weiter.
und eine Holztreppe. Ja, das ist jetzt genau der Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Ich habe hierbei kein gutes Gefühl. Wenn ihr mal guckt, hier sind überall Löcher drin, was die Stabilität der Bretter nicht besser macht. Und wer weiß, welche Löcher ich hier vielleicht sogar noch übersehe. Und ich weiß nicht, wie alt das Holz ist. Es kann gut sein, es kann zerfressen sein. Du machst einen falschen Schritt und die Scheiße bricht zusammen. Also, ich lasse es. Ich filme hier einmal um die Ecke für euch. Aber diese Treppe, die schenke ich mir. Jetzt bin ich auch hier am höchsten Punkt von diesem Personenaufzug. Und hier geht's abwärts. Das ist das Podest, wo man sich draufstellt, wenn man abwärts fahren will. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, so viel Geld könnte man mir nicht bieten. 1 Million Bar aufs Konto. Oder in einem Koffer direkt daneben stellen. Ich würde es nicht machen. Auf gar keinen Fall. So. Hier oben ist eine Seilwinde noch. Wenn mal irgendwas an Material hochgeholt werden muss. Dafür wurde die Flasche benutzt. Hier ist ein Stahlseil gerissen. Wovon das ist, kann ich nicht sagen. Irgendwas auch zum Heben wahrscheinlich. Hier haben wir die Steigleitung fürs Feuerlöschwasser. Druckanzeige. Kilo pro Quadratzentimeter. Ja, ich würde sagen, das ist eine Druckanzeige. Ja, keine Ahnung. Ich denke es einfach mal. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Ich kann auch nicht alles wissen. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall den langen Weg erstmal wieder nach unten. Und da schalte ich euch aus, weil die Treppe kennt ihr ja. Auf dem Weg nach unten habe ich jetzt eins noch gesehen. Und zwar geht es sich um diesen Raum, den ich euch ganz gerne zeigen möchte. Der ist auch hell genug, um ihn so zu filmen. Seht ihr das? Der erstreckt sich über 10 Etagen. Und dort oben sind Rohre. Diese Räume werden geschlossen. Die Türen werden mit Spundbretter versiegelt. Und dann werden diese Räume oder beziehungsweise wurden diese Räume mit Getreide oder Pellets oder weiß ich nicht was alles, ja, regelrecht vollgeblasen. Ja, und das rieselte dann hier runter durch die Abläufe weiter zur Verarbeitung. Aber dies war ein Lagerraum. Der konnte komplett geschlossen werden. Die Stahltüren zu, diese Türen wurden nochmal abgesichert. Ja, und dann gib ihn. Das sind, glaube ich, 4 Etagen oder so. So, und weiter nach unten. Hier könnt ihr das noch schön sehen. Die Fenster wurden mit Spundbretter zugemacht. Und dann wurde das Getreide oder was auch immer hier in diesem Raum einfach geblasen und gelagert. Es gab hier zwischendurch die Abläufe. Dort zum Beispiel. Wo dann halt das Saatgut wieder nach unten kam. Und ihr denkt euch natürlich, klar, wie kam das da hin? Aber es ist ganz logisch. Hier wurde teilweise viel Handarbeit betrieben. Beziehungsweise gab es auch Maschinen wie Gebläse, womit man das quasi angesaugt hat und dann runtergeblasen hat. Das sieht aus wie Raps. Ja, das ist Raps. Vorne steht noch eine Kehrmaschine. Ihr seht hier überall in der Mitte noch die Abläufe. Und auch dort die Spundwinde. Hier wurden Bretter reingesetzt. So wie hier. Förderbänder. Dann der Spaß gehabt beim Ausrollen.
nicht weiter. Ich muss mal gucken, ob ich durch dieses Treppenhaus, was es hier gibt, nach oben komme. Weil es gibt hier noch einen Gebäudeteil, in dem ich noch nicht war. Und ich habe bis jetzt auch noch keinen Zugang gefunden. Das Einzige, was ich habe, dieses uralte Treppenhaus an. Das ist hier dieser separate Raum mit der Treppe, wo es nach oben geht. Aber ich bin jetzt quasi schon hinter dem Gebäudeteil, weil da ist noch ein Gebäude. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Deswegen laufen wir einfach mal und gucken. Letztes Mal drin. Bin ja schon mal froh, dass es heute nicht so heiß ist. Zu. Da ja letztens die Frage war, okay, waren das Ratten oder Mäuse? Ihr habt ihr eure Antwort, es sind Ratten. Es ist doch noch recht warm. Ja. Jetzt bin ich in dem anderen Teil. Nach dort nicht hinkomme, wo ich gerade war. Weil hier sind nämlich da drüben die Mauer zugebaut. Jetzt kein Durchgang mehr. Ach, Tauben. Und da in dem Gebäudeteil war ich noch nicht. Und ich habe auch das Gefühl, da komme ich gar nicht rüber. Wie komme ich da rein? Das ist garantiert ein separater Eingang. Ich gehe mal noch eine Etage höher. Wow. Also ich muss meinen Kopf aufpassen. Geht noch eins höher. Na gut, es nützt mir aber nichts. Das ist ja der Gebäudeteil, wo ich gewesen bin. Und wenn ich jetzt hier höher komme, dann nützt mir nichts. Ich will ja da drüben rein. Das heißt runter und raus. Und dann von außen gucken, ob es da einen Zugang gibt. Anders geht's nicht. Thank you.
noch ein paar Etagen. Ich bin tatsächlich alleine. Ich war vorhin der Meinung, ich hätte welche gehört. Königspisse. So, jetzt wird's dunkel. Ich müsste jetzt unten sein. Ja, Erdgeschoss. Aber diese Kellertreppe nicht gegangen. Nicht weiter. Nee, das war's. Schade. Was denn hier fein ist. Auch wieder ein großer Kellerraum. Steht ein Bollerwagen. Herrlich. Hier geht's rüber. Eingang gesucht. Eingang gefunden. Boah, stinkt das hier unten. Scheiß die Wand an. Jetzt geht's hoch. Schön. Ist doch immer wieder schön, wenn man sucht und dann noch erfolgreich ist. Giftegg, nee, Gasex. Was ist das denn? Okay. Kleinbeutel. Ist das warm? Das ist ja nur ein Raum. Nichts Interessantes. Riesenspinnweben mitgenommen.
Okay, alles kann man hier aber anscheinend... Oh je, auch hier ist der Boden wieder so toll. Alles kann man hier aber anscheinend auch nicht sehen. Da drüben muss es weitergehen, Gebäude. Da kommt man nicht rein. Nur hier in dem Teil. Schade. Aber ich gucke mich trotzdem eben um. Ja, geht nicht. Hier sieht man nicht alles, hier kommt man noch nicht rüber. Es gibt keine Türen. Es fehlt nach da ein ganzer Gebäudeteil und nach da ebenfalls. Hochlaufen ja gelohnt. Das ist ein relativ neues Graffiti, 2020. Hatte ich gesagt, es ist nicht warm. Guck mal, wie mir der Schweiß läuft. Oh. Oben. Auch hier wieder oben die Förderschnecken zum Befüllen der einzelnen Silos. Ein Riemenantrieb. Oh je, hier geht's hoch. Okay, geht's auch nicht weiter, hier gehe ich nicht hoch. Oh, scheiße, die Wand. Oh, ist das warm. Also ich sag nicht wieder noch so voreilig. Heute ist ja nicht mehr so warm. Nächstes Mal halte ich die Klappe. Ja. Ich habe die Taschenlampe raus noch gekramt. Als Ersatz. Sag mir nicht, man kommt hier von der Etage nach drüben, dass ich gar nicht durch den Keller gebraucht hätte. Ich meine, ich habe ja in der Keller keine Angst. Aber nicht muss. Das muss ja nicht. Super. Hier komme ich rüber, Tatsache. Ja, ganz großes Kino, Kai. Hier war ich doch vorhin, oder nicht? Ne, hier war ich nicht. Ne. Hier bin ich nicht gewesen. Hier in dem Raum war ich. Den habe ich doch vorhin angeguckt. Dann bin ich da noch nicht weitergegangen.
Na gut. Leute, das ist so warm. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist so warm. Ich bin aber selber schuld. Ich habe einen Pulli angezogen. Ja, vorhin war es frisch und vor allem sah es nach Gewitter aus. Na gut, ich bin durch. Ich gehe jetzt der Treppenhaus nochmal runter. Und dann gucke ich mal. Weil ich habe gerade wieder was gehört. Ob ich vielleicht doch noch andere finde. Komplett zu. Ich höre nichts mehr. Naja. Es kommt auch immer drauf an, in welchem Gebäudeteil man gerade ist. Oder Keller oder so.
Dieses Mal bin ich durch und ich werde das Video jetzt an derselben Stelle beenden wie das andere Video, sprich kurz vorm Zugang, sprich Ausgang. Ja, ich habe genug für heute. Ich hoffe, der Rest hat euch auch gefallen. Jetzt habe ich wenigstens alles hier gesehen. Ich bin raus, aus die Maus. Bis dann, tschüss.